Heute haben wir für euch einen braunen Karton. Wo kommen braune Kartons her? Aus China. Genau. Ich habe mir mal wieder so ein schönes Fake-Modell gekauft. Und das zeigen wir euch jetzt. Ja, ihr habt es bestimmt schon in der Videobeschreibung gelesen. Wir haben heute das Republic Gunship. Du hast es direkt hingekriegt. Ja, ich sag nicht, ich habe nämlich bei Twitch mal erzählt, das wäre das Imperial Gunship. Muss mich ja mal korrigieren. Ich bin halt Freund des Imperiums. Ja, das Republic Gunship als Kopie von Lego aus gutem China. Von der Firma Joy habe ich das Ganze mir schicken lassen. Ja, 1:1 Kopie vom Lego Set. Nummer fällt mir jetzt echt am besten Willen nicht ein. Steinequalität gut, Figuren technisch Katastrophe. Kommen wir gleich zu. Kommen wir erstmal zur Bauanleitung und was wir übrig hatten. Also wir haben es deutlich mehr Steine. Deutlich mehr Steine wie die letzten Male haben wir hier übrig. Unter anderem noch diesen Waffensheet. Da haben wir noch genau eine Pistole übrig. Sonst knallen die Dinger immer rappelvoll damit. Mhm. Immer ganz cool. Ja, wie gesagt, Kartons. Uninteressant, ist nicht viel drin. Steinchen haben wir jede Menge übrig. Das war der Aufkleberbogen. Bei diesen Modellen knall ich den ganz gerne drauf. Bei Lego würde ich den ablassen. Ihr würdet mich nicht stürmen, da abgeht die Aufkleber. Die sind, das Ding ist nach dem Aufbau eh nichts mehr wert. Ist immer realistisch. So, Aufbauanleitung. Typisches schwarzes Design, was sie gerne machen. Sondern halt, wie gesagt, eine komprimierte Zusammenfassung aus dem Lego-Set. Aufbauanleitung ist auch nicht besonders schwierig. Kommen nicht viele Steine mal drin vor. Was man da so verbaut drin, das ist eigentlich relativ einfach gehalten. Narrensicher, wenn wir mal so sagen. Ja, und am Ende kommt dann das Ding hier raus. Das Schiff, wie gesagt, als 1:1 Kopie von den Bautechniken ist wie jedes Lego-Set auch. Aufkleber sind eigentlich relativ passgenau. Auch gerade hier oben in diesem Bereich, wo das republikanische, Logo drauf ist. Auch die Drucke sind gut. Die Klarsichtteile waren komplett alle einzeln verpackt, zwar immer zwei Stück zusammen. Also immer diese Kuppeln waren miteinander verpackt. Die Kuppeln auch, aber die sind kratzerfrei. Das hat mich echt gewundert. Die sind bedruckt, kann das sein? Die sind bedruckt, ja. Die sind bedruckt, die sind gut bedruckt, die sind kratzerfrei. Das kriegt nicht mal, ich sag mal, unsere deutschen Hersteller hin. Das ist eine billige Kopie aus China. Finde ich gut. Hat mich sehr beeindruckt. Steinetechnisch, wie gesagt, war ich zufrieden. Bis auf, dass sie mir einen falschen Stein mitgeliefert haben. Und zwar die Halterung hier hinten für dieses tolle Tor. Was man halt auf und zu machen kann. Ich zeige es hier auch mal. Ne? Kann man halt hinten auf und zu machen. Und um diesen Winkel hier hinten hinzukriegen, war ein Stein falsch. Was habe ich gemacht? Einen Livestream gesehen hat, ich habe ihn mit einem Cuttermesser hingestellt und habe den Stein bearbeitet. Ist nicht die optimale Lösung, aber ich hatte jetzt auch keinen Bock, mir da einen echten Lego-Stein reinzuknallen oder sonst irgendwas. Die Kanzeln finde ich gut, die gehen halt auch relativ schwer zu bewegen, damit bleiben sie aber auch stabil. Ja, also auf und zu. Den Winkel kann man halt relativ schwer einstellen. Fahren halt rein und raus, wunderbar. Ja, sagt, da war ein Stein, war doof. Die Klarsichtteile, sagt, bin ich begeistert von. Das war ja früher bei China-Sachen nicht so der Fall. Was haben wir noch? Wir haben hier seitlich, können wir aufmachen. Da haben wir unsere Reservemunition hier oben für den Raketenwerfer. Diesen kleinen Schlitten. Das ist wie das Lego-Modell halt auch. Ist nichts anderes. Und schon breche ich die Scheiße wieder ab. Das sind halt ein bisschen diese Klarsichtteile, die kennen wir ja. Die sind nach ein, zweimal benutzen gerne ausgeleiert. Weil die dann auseinanderbrechen. Ist hier auch der Fall. Weil dieses Klarsichtzeug, dieses Transclear, das können sie einfach nicht wirklich. Aber ist auch nicht schlimm, das bleibt eh zusammengebaut. Kommen wir zu den wunderschönen Figuren. Ich betone extra wunderschön. Weil Figuren können die echt nicht. So. Wollen wir Obi-Wan? Der sieht aus wie ein Hippie. Die sehen alle aus wie Hippies. Das ist der allerbeste. Wir haben natürlich auch hier hinten noch unseren Speeder. Ne? Mit unserem Annie. Darf ich spoilern?
später wird es so Darth Vader. Oh, oh, das hättest du mir jetzt verraten dürfen. Mal zur Haltbarkeit. Also die Hose von den Steinen runter, die Beine, gehen schwer. dafür gehen die Beine sehr leicht aus dem Oberkörper raus. So. Stellen wir das Gunship mal kurz beiseite. Ich finde natürlich toll, dass sie oben so einen Haken drin haben, dass die einfach zu transportieren. Das ist natürlich eine super Sache. Und wir haben Stauraum drin. Wir haben hier seitlich so Klappen, einzelne Kleinigkeiten noch reinstecken. Schönes Ding. So, kommen wir mal zu den Figuren selber. Stell sie mal auf. Erstmal geht Bewegung alle relativ schwer. Wir haben unseren Anakin, den Obi-Wan Kenobi. Zu denen komme ich gleich. B2 Kampfdroiden. Kampfdroiden auf jeden Fall. Zwei Kampfdroiden, diese schweren Versionen, nicht diese B1. Dann haben wir hier Padme. Dann haben wir zwei Klone. Einmal den Piloten. Der ist im Original, wenn es von Lego ist, relativ teuer. Hier ist er relativ günstig. Und zwar ist es auch qualitätstechnisch. Zum Beispiel hier oben die Drucker auf dem Helm. Die sind nicht wirklich gut. Zum Beispiel siehst du selber, das Logo hier oben drauf ist ziemlich... Das ist eierig. Das ist ein Ei. Sollte eigentlich schön rund sein. Auch der ganze Helm, der ganze Bedruckung ist etwas deplatziert drauf gedruckt. Die Brustbedruckung ist eigentlich noch ganz gut. Ups. Guck mal, der hat den Engel geschissen. Der weiß genau, was bei dir da passiert. So. Also Druck und Heck, vorne und hinten sind eigentlich ganz gut. Dann kommen wir zu unserem Commander. Und da ist die Wurzel des Übels vergraben. Erstmal, er hat nur ein Bein. Dann der Helm ist so miserabel bedruckt, der guckt als nach oben. Ungefähr so. Komplett falsch auf dem Helm drauf. Stimmt. Die Hände sind das allergrößte Übel bei diesen Figuren. Ich weiß, die linke Hände in den Arm rein, wer es im Stream gesehen hat, die lassen sich kaum reindrücken und hinterher auch kaum bewegen die Hände. Das ist echt übel. Rechts geht, links, also ich weiß nicht, ob das die Form von denen Mist ist, die sie verwendet haben. Auf jeden Fall ganz, ganz schlecht. Ich meine, erstmal tut dir fast die Finger weh, wenn du die Hände da reindrücken willst. Und dann lassen sie sich kaum noch bewegen. Die Beine sind auch alle immer etwas schief, wenn man die reingedrückt hat. Wenn man es reinbekommen hat. Mhm. Und wenn man vor allem beide Beine hat. Nicht nur ein Bein. Die Gesichtsbedruckungen, ja, die sind eigentlich relativ in Ordnung. Halt nicht so detailreich wie bei Lego, wie beim Original. Und auch die Bedruckung auf den Oberkörpern drauf sieht auch nicht wirklich so hochwertig aus wie die bei Lego. Das ist halt eine schlechte Kopie. Ich habe schon Kopien gesehen, die sehen besser aus wie das Original. Okay. Ja. Bei denen ist es nicht der Fall. Was mich aber bei den Figuren freut, ist, dass sie A-Bedruckung drauf haben. Wir sehen zum Beispiel hier bei Padme. Guck mal hier, siehst du zum Beispiel den Bauch. Von der Farbgebung hier. Hier ist die Hautfarbe und das ist der Bauch. Irgendwie ist er am Bauch gebräunt. Ja, weitaus dunkler und vor allem, man sieht richtig den Farbunterschied. Und was ich am allergeilsten finde, ist, dass die Bauchmuskeln in einem Rot abgesetzt sind. Ja, das hatte ich eben schon gesehen. Also das ist echt mal heftig, dass die rot abgesetzt wird. Als hätte jemand mit dem Messer versucht aufzuschlitzen an der Muskelpartie. So sieht das Ganze ungefähr aus. Natürlich dann die dicken Lippen. Das Allerbeste. So Harald Klöckler Gedächtnislippen. Ja. Ich glaube, ich habe sogar verkehrt. Habe ich die verkehrt drum aufgebaut? Nee. Da warte mal, die Kratzer waren, glaube ich, auf dem Rücken drauf, ne? Oder waren die auf dem Bauch? Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Sollen das Möpses sein? Ich kann es ja echt nicht sagen, Moment. Oder habe ich verkehrt rum aufgebaut? Du hast verkehrt rum aufgebaut. Ne? Ist nicht schlimm. Auf jeden Fall die angedeuteten Brüste. Also Natalie Portman hat nicht so große. Ja, die hängen ganz schön. Die hängen ganz schön durch. Ja. Und auch relativ groß. Also die sieht aus wie so eine... Und sehr weit auseinander. Das sieht also mehr aus wie so einer 90-jährigen Oma, die schon ganz schlechte Zeiten gesehen hat. Dafür freut sie sich unwahrscheinlich. Das stimmt. Wir haben unseren Schmalzkopf. Also die Frisur ist echt eine Katastrophe von dem hier. Das ist echt ganz, ganz übel, oder? Ich finde Obi-Wan viel schlimmer. Die Hippie-Frise ist aber bei Lego auch so. Echt? Ja. Okay. Die ist nachempfunden wie von Lego. Aber die Frise, die finde ich, also ich kann auch das Ding auch hindrehen, wie ich will. Die sieht von allen Seiten irgendwie doof aus. Sieht so ein bisschen aus wie Donald Trump von der Frisur her. Genau. Wie eine Donald Trump-Frise. Und auch wieder hier im Gesicht drinnen,
Abgesetzt in einem, ja, die Gesichtszüge selber, abgesetzt in einem, Orange. Orange. Ja, also ganz, ganz schrecklich gemacht. Die Kampfdruiden sind okay. Die Klone, ich glaube, was haben die für Gesichter gehabt? Ja, das ist richtig übel. Sieht aus wie Kriegs. Wir machen hinterher mal Fotos von. Wir machen gleich mal Fotos davon. Die hängen euch hinten dran. Das ist von einer ganz üblen Sorte, die Gesichtsbedruckung. Also wirklich von einer ganz üblen Sorte. Da sind es erstmal die gleichen. Also die Klone haben sie beibehalten. Das sieht aus wie Kriegsformat. Also, Figuren können die echt nicht. Das Schiff ist gut. Was mich vor allem hier gefreut hat, ist, keine Kratzer auf den Steinen drauf. Mhm. Die Steine sind wirklich Top-Qualität. Die halten, die klemmen, die sind echt super. Teilweise sind etwas zu fest, meiner Meinung nach. Aber dafür hält es hinterher auch. Auch im Spielbetrieb wird das hinterher gut halten. Und es sieht gut aus. Es ist halt eine 1:1 Kopie von Lego. Es erfüllt seinen Zweck. Das Einzige, was an Steinen ist, die nicht wirklich gehalten hat, ist hier hinten dieser Rucksack. Das ist der einzige Stein, der so ein bisschen locker ist. Ansonsten, das Ding ist top. Also, das habe ich bezahlt. 50 Euro, glaube ich, rum. Plus Versand. Das ist ein Umrechnungskurs von Dollar in Euro. Allen zusammen, glaube ich, war ich bei knapp 60 Euro. Inklusive Zoll. Also, da kann ich echt nicht meckern. Das Ding ist ein Heidengeld wert, wenn ich es von Lego kaufe. Aber ihr wisst ja meine Meinung. Ich weiß, sie ist kontrovers. Ich kaufe mir halt, wenn die Sets ausgelaufen sind und sie sind schon ewig alt, auch gerne mal eine Kopie. Weil Lego verdient kein Geld mehr dran und ich muss den Sammlern das Geld nicht in den Rachen werfen, bin ich ganz ehrlich. Habe ich keinen Bock drauf. Das Modell ist schön, das Modell ist gut. Wenn ihr ein originales zu Hause habt, freut euch dran. Und wer das neue Gunship hat, ich habe extra das Republic übersprungen, hat ja einen Sohn, Oschi. Das ist schon groß. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist noch ein Spielset, wie gesagt. Und ich bin damit echt zufrieden. Von mir aus, egal ob alt oder das neue Modell, oder halt, das ist alt oder neu, ob Original oder halt Fälschung, mit dem Ding kann man Spaß haben. Nur halt mit den Figuren, das ist ein bisschen Frustpotenzial. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Hat die Droiden, die fand ich gut. Die haben mir gefallen. Die sind nett gemacht. Ja. Sehr schön. So, das war der Umfall des Tages. Damit würde ich sagen, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Und wir sind raus.